Ja, warum bist du denn beim Bergwaldprojekt dabei? Wir haben das Angebot von der Universität Würzburg, uns mal wirklich die Hände schmutzig zu machen und mal vor Ort uns zu engagieren. Ich finde es super cool, also man lernt wahnsinnig viel kennen und kann an ganz vielen Stellen arbeiten und lernt was. Für mich war es cool, was über das Moor zu lernen, weil man es irgendwie nicht so weiß irgendwie und ja, ist super schön, also freue mich dabei zu sein. Ja, wir befinden uns hier gerade im Staatswald des Forstamtes Jessberg im Bereich des sogenannten Hohen Keller. Mit der höchsten Erhebung ist der Wüste Garden mit 675 Meter Höhe. Bekannt natürlich auch durch den Nationalpark Kellerwald, der ziemlich zentral drin liegt. Und wir befinden uns gerade im Gebiet des sogenannten Naturpark Kellerwald, der so ein bisschen den Nationalpark Kellerwald ummantelt, so als Pufferzone. Und hier jetzt speziell in dem Projekt, das wir hier gerade mit dem Moor durchführen, befinden wir noch gleichzeitig im ausgewiesenen Flora-Fauna-Habitatgebiet und im Kerngebiet des Naturschutz-Großprojektes. Das Bergwaldprojekt ist ein gemeinnütziger Verein, der sich drei Ziele gesetzt hat. Zum einen den Schutz und Erhalt der natürlichen Ökosysteme in Deutschland. Zum zweiten über die Arbeit den Leuten ein Verständnis dafür zu geben, warum die Ökosysteme eigentlich gefährdet sind, wo kommen die Gefährdungen eigentlich her. Und das dritte Ziel ist, Öffentlichkeitsarbeit für den Wald und für eine nachhaltige Entwicklung zu machen. Damit ist bereits gesagt, was wir tun. Wir versuchen, den natürlichen Wasserhaushalt des Moorstandortes wiederherzustellen, der üblicherweise zu Zwecken von Land- und Forstwirtschaft gestört wurde durch Entwässerungsgräben. Und wir verschließen diese Entwässerungsgräben mit verschiedenen Methoden wieder. Was bedeutet biologische Vielfalt für dich? Also biologische Vielfalt ist ja die Vielfalt in der Arten, der Naturabläufe, der Gene in der Natur. Und das ist ja letztlich die Grundlage für unsere Existenz auf diesem Planeten. Aus ökologischer Sicht ist die Renaturierung eines Moores wichtig, weil dort sehr spezialisierte Pflanzen und Tiere leben. Ein Moor, haben wir eben gehört, ist nährstoffarm und sauer. Da sind ganz bestimmte Spezialisten anzutreffen, die nur im Moor konkurrenzstark sind und überleben können. Das ist aus ökologischer Sicht wichtig, Biodiversität zu erhalten, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen vielfältig zu erhalten. Man kann sich das vorstellen wie so ein Spinnennetz. Jedes Lebewesen ist ein Knoten und das Netz ist sehr stabil, solange die Knoten alle da sind. Wenn ein paar Knoten ausfallen, steht das Netz immer noch. Aber wenn zu viele Knoten in diesem komplizierten Ökosystem, was uns umgibt, fehlen, dann reißt das Netz irgendwann und dann gibt es Schäden. Viele Feuchtbereiche finden sich hier im Kellerwald, die teilweise so ins Moor Komplexbildung gehen, so auch als Übergangsmoore bezeichnet werden. Und das ist eigentlich diese kleinräumige Abwechslung hier in diesem Buchenwald. Das ist eigentlich das Besondere, wie gesagt, diese Vielzahl an ja, kleinen, feuchten, ich nenne es mal feuchten Komplexen, die teilweise unbewaldet sind, die teilweise in der Vergangenheit mit Fichte aufgefordert wurden oder die teilweise auch wie in diesem Moor leider dann auch sogar aktiv entwässert wurden. Und das Besondere an dem Lebensraum ist ja natürlich,
dass die Moore einerseits ein wichtiger Kohlenstoffspeicher sind, aber natürlich auch hier für speziell angepasste Pflanzen einen Lebensraum bieten. Das ist dann hier in dem Bereich, man sieht es hier hinter uns, das Wollgras, das schmalblättrige Wollgras. Hier kommen, glaube ich, 7 oder 8 Torfmoosarten vor. Hier war bis vor kurzem auf jeden Fall noch der Tannenbärlapp, der ansonsten hier in Nordhessen nirgends vorkommt. Und auf den Feuchtstandorten hier im hohen Keller finden sich noch insgesamt sogar 3 Bärlapparten, die wir natürlich sonst in den normalen Wäldern so nicht finden. Das Interessante ist ja dann, wenn verschiedene Lebensräume kleinflächig miteinander abwechseln. Dann kommt ja erst die Biodiversität so richtig zum Tragen. Wir stehen hier auf einem Durchströmungsmoor. Du siehst hinter dir in dem Fichtenbestand eine Erosionsrinne herunterkommen. Das Wasser fließt oberirdisch und am Rand des Moores taucht das Wasser ab in eine löss ausgekleidete Mulde. Wir bauen so, dass die Bauwerke wie alles andere im Torfkörper unter Luftabfluss und unter Wasser verbleibt und somit nicht verrottet. Und das Moor hat die Chance, dauerhaft wieder die Sperren zu überwachsen und zu vereinnahmen, solange da nicht wieder jemand rumgräbt und sie auswühlt. Die Renaturierung muss allerdings anschließend von selbst erfolgen. Ja, warum bist du denn beim Bergwaldprojekt dabei? Was ist deine Motivation? Also ich habe ja angefangen als Praktikantin und jetzt bin ich Gruppenleiterin, weil beim ersten Mal war es schon eine super Erfahrung für mich, das den Teilnehmern so weiterzugeben, Teil vom Team zu sein. Also es macht total Spaß und was mich motiviert, ist vor allem das Endprodukt, also zu sehen, was rauskommt und was man geleistet hat. Das ist schon toll dann zu sehen, auch wenn es anstrengend war oder batzig war. Das ist schon super. Für mich ist die Kombination, was zu erschaffen, was Sinnvolles zu machen, was mit seinen Händen Arbeit zu erschaffen, zusammen mit motivierten Leuten, mit netten Leuten zu arbeiten, auch was vom Wissen weiterzugeben. Das ist einfach eine sehr schöne, runde Kombination. Und außerdem natürlich das Ganze außenrum, dass man einfach ein nettes, total gutes Team zusammen hat, dass man toll versorgt wird. Das ist natürlich noch so ein schönes Bonus dazu. Meine Motivation beim Bergwaldprojekt mitzuarbeiten sind verschiedene Sachen an sich. Einerseits irgendwie eine Woche zu haben, wo man wirklich auf das Wesentliche reduziert, Sachen erlebt und vor allen Dingen so lebt dann auch die Woche. Zusammen irgendwie Abend zu essen, und dann ein Gespräch hier zu kommen. Und das ist relativ wichtig, finde ich, was man aus dieser Woche mitnehmen kann, weil ich das immer wieder merke, dass man das gerade nicht mehr so richtig hat. Ja, gefällt es dir hier? Was machst du gerade? Macht dir das Spaß? Ja, macht super viel Spaß, auf jeden Fall. Es ist super schön, das Team ist super cool. Also man lernt wahnsinnig viele nette Leute kennen. Ja, sehr inspirierend, finde ich, was da alle so machen. Und man ist draußen, man arbeitet was, macht was Sinnvolles. Super cool. Ja, also auf jeden Fall weiter. Ja, auf jeden Fall. Also sollte, finde ich, jeder mal gemacht haben, die Erfahrung. Ich finde, das ist tatsächlich eine Grenzerfahrung mal, auch in extremsten Bedingungen zu arbeiten, wenn es regnet, wenn es von oben und unten Wasser kommt und wenn man im Zelt geschlafen hat, wenn man dreckig ist, sich nicht duschen kann. Das sind alles Erfahrungen, die man durchaus machen kann. Und es ist total schön, mit
wahnsinnig netten, interessierten Leuten eine Woche irgendwie mal auf sehr intensive Art und Weise zusammenzuleben. Im Wald ist nicht derjenige, der sät, auch der, der erntet, sondern wir haben Zeiträume von 80 bis 100, 120 Jahren, bis die Arbeiten sozusagen Früchte tragen. Machen wir hier Service für Leute, die wir niemals kennenlernen.